Test, 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 alles läuft synchron. Wir spielen heute Time Lord oder Rygar. Nein, The Three Stooges habe ich mir ausgesucht. License by Nintendo North America, Ghostbusters 2. Nine, 1988 Norman Maurer Productions. The Three Stooges. Now this is more like it. Namentlich Mo, Larry und Curly. So, jetzt sind hier die drei Stooges. The man's orphanage. What's the matter, lady? Boohoo, our house needs repairs and we don't have any money. And if we don't pay the rent within 30 days, we lose everything. Don't you worry, lady. We'll get the dough. The dough get low, the jewels go. Ach, Ma's Orphanage, nicht Man's Orphanage. Tut mir leid. Okay. Initialisiere Steuermodul. Dein Ernst? Warum geht denn das jetzt nicht? Das werde ich dann wohl rausschneiden müssen, oder? Kleine Lifehacks. Dies, das. Mal kurz in die Steuerung. Spieler 1. Das D-Pad wird halt. Ah, okay. Oben ist. Oben, unten, links, rechts. Start Select. A und B. Ach, tatsächlich. Krass. Der Wahnsinn. Gucci. Da funktioniert es jetzt. One-Player-Mode. Cracker, Boxing. What the? Cracker? Ich habe echt keine Ahnung, was die drei Stooges sind. Man hat es schon mal irgendwie gehört oder so, aber... Craig Reading Contest Tonight. Echt kein Bild. The Porcupine Lodge 10th Annual Oyster and Cracker Reading Contest. No entry fee. Winner receives 50 per bowl, 10 per cracker. Okay. Interessant. Was sind das jetzt hier aus dem? Muss ich hier schon irgendwas machen? Ach, okay. Ich muss die fangen. Eine, zwei, ich weiß es nicht. Oh Mann, gib mir eine Chance mal. Was ist denn das für eine Collision Detection? Jetzt mal ganz ehrlich. Ach komm jetzt. Was? 70? Okay, ja gut. Hätte man mehr machen können. Aber hey. Tag 2. Schon wieder Cracker Eating Contest? Hä? Ich mach wirklich nichts gerade, ne? Also, das Einzige, was ich machen konnte, war diese Austern zu fangen. Schon wieder das Gleiche. Schaut immer so behindert. Ach komm.
Ohne Mist, ich habe gar keine Zeit für irgendwas. Also wirklich, ich kann auch höchstens einem. Hundertvierzig. When the dough get low, the juice go. Wie viel Cash braucht die Alte nochmal? 210 haben wir jetzt da. Cash. Rue. Everything around me. Cream. Ah. Geld. Die drei Blaumänner. 250 Euro. A feine Sache, a feine Sache. In meinem Face steht auch ein Fragezeichen. Denn wenn ich mir die Haare schneide, nehme ich die Schere zwischen Arm und Reich. Dear Stooges, you will never earn enough money. Truly, I fleece 'em, banker. Jetzt stehen wir wieder hier. Alter, ist das echtes Spiel? Ich habe echt keine Ahnung von den Stooges. Das klingt so für mich intuitiv nach Comedy-Gruppe. Irgendwie so, keine Ahnung, die waren mal in den 60ern, 70ern, waren die so. So wie so Laurel und Hardy-mäßig vielleicht sowas. Nur halt mit Ton. Serve pies to guests. Double pay for serving all pies. Look professional. Do not get pie on yourself. We want our pie and we want it now. You heard him, fellas. Let him have it. Ah, was? Shit. Okay. Ach so, oben, rechts, unten, rechts. Okay, oben. 5 Euro. Hoiti-toiti Club. 465 Euro haben wir schon, das ist ja krass. Wie viel will die Alte? 300? 3000? Ich weiß es nicht, man weiß es nicht. Killer kill Duff. To anyone who can knock down the champ. Okay. Der Kerl hat eine Geige zerbrochen und dahinter startet ein Raumschiff. Aus Halo. Wishels sind schon. Was? Ah, hä? Oh Mann. Ach, okay, das ist zweieinhalbdimensional. Okay, sorry, dass ich mich. Okay, gut. Okay. Hoch? Okay, dann nicht. Links vorbei. Rechts vorbei. Rechts vorbei. Links. Halb links. Alter, wie soll ich denn das intuitiv wissen? Hier rein? Hinten rum. Hoiti-toiti Club? Eine Frau liegt im Weg. Ach komm, oder ein Hund. Okay, es muss irgendwie. What the fuck? Was, Digga? Jetzt mal ehrlich. Hat sowas wirklich Spaß gemacht damals? In den 80ern, da wäre ich lieber rausgegangen. Hätte irgendwie ein junges Mädchen kennengelernt. Hätte irgendwie. Ach, man kann sogar beschleunigen. Irgendwie umgezogen mit meiner Mutter. Hätte mich angelegt mit dem Coolen aus der Schule. Hätte dann Karate gelernt. Habe ich die Zeit besiegt? Ah, Mr. Miyagi, was bringt mir denn das Putzen für Karate? Okay, ich habe mir die Finger verbrannt. Habe ich gerade wirklich exakt kein Geld gewonnen? Killer, Killer. Ah, die zerbrochene Geige.
weiß, worum es geht. Also ich schaue jetzt wirklich nur nach unten, ne? Da steht doch. Okay. Alter. Ja, genau. Komm. Komm jetzt. Diggi. Ja, Mann, Alter, das macht doch alles keinen Sinn. Ja, natürlich. Okay, ich schaue jetzt nur noch auf die Schachbretter bei den Füßen. Okay, gut. So einfach ist es nicht. Komm, mach weiter, steh auf. Boy, stand up. We don't have the time. Stand up for your rights. Halt doch dein Scheiß. Das macht echt gar keinen Spaß. Ganz ehrlich. Jeder, der sich dieses Spiel irgendwie holen will, The Three Stooges für das Nintendo Entertainment System, tut's nicht. Tut's auf gar keinen Fall. Das hier ist wirklich das ganze Spiel. Hospital. Weißt du, diese Animationen haben einfach zwei Frames. 15 per second spent in the operating room. Per second. Because of a problem with lost supplies, there is a $5 reward for found items. Hä? Was? Achso, die müssen wir... Okay. Na gut, es ist schon mal nicht ganz so scheiße, was hier gerade geht. Ich weiß nicht, ist dieser Vogel in der Luft oder was geht da ab? Den hätte ich auch noch fangen können, du. Was verliert der da? Herzen? Blätter? Exkremente? Hebe ich gerade nur Exkremente auf? Was ist das? Ach, Leute, ey. Weißt du was, nächstes Mal spiele ich meinetwegen Zelda. Oder ein richtig schönes Adventure, ne? So ein schönes, so Grim Fandango sowas. Oder irgendwie so ein Spiele mit Bart-Ding. Sowas habe ich noch nie gespielt. Ich glaube, da bin ich auch noch zu jung für. Okay, Zeit abgelaufen. 210, ne? Immerhin. Kein einziges Mal irgendwie angehalten worden. La Tipso. Hä? Ach, ich kann auch selber hier. Ich muss nicht immer abwarten. Help wanted. Immer die Deutsche Club. Das ist wieder hier Boxen, oder? Oder ist das Kuchenschlacht? Oh, jetzt habe ich nicht gecheckt, wie das ging. Ja, Mr. Payne. Kann ich auch meinen Kuchen irgendwie werfen? Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Okay, Button Mashing vom Feinsten. So müsste ich alles gar nicht wissen. Sagen sich heute die feinen Leute. Get up, stand up. Stand up for your rights. Ich habe noch keinen Knopf gedrückt in dieser Partie. Und ich werde es so
lange beibehalten, bis es wirklich echt keinen großen Sinn mehr macht. Ach du Scheiße, ich habe halt echt noch keinen Knopf gedrückt, ne? Ich kriege einfach am laufenden Band Cash dafür gerade. Ohne Mist, wenn ich sowas sehe, kriege ich wirklich Bock, mein eigenes Spiel zu machen. Einfach irgendwas Geiles, sowas wie Hyper Light Drifter, sowas in die Richtung. Irgendwas, was die Leute nicht so abfuckt. Das war knapp. Okay. Ah, okay. Ach, ich verletze die anderen, wenn überhaupt, ne? Warum sitzen wir hier eigentlich? Sind es Rollstühle auch, oder? Soll ich die Sachen überhaupt... Ja, jetzt halt dein Maul, hol nicht so rum. Ach, und dann verliere ich mein Geld? Oder nicht? Ich habe keine Ahnung, ey. Ich habe keine Ahnung. Warum gehe ich nicht raus? Warum gehe ich nicht joggen oder Skateboard fahren? Oder ich kaufe mir ein Longboard und mache mir so einen Man-Bun und bin ein Arsch zu allen Frauen und allen Männern. $400. Day 11. Rastafari Bank, Buffalo Soldier, Shit, in the heart of America, he wants the dollar in the safe way. Leute, ist mir mal aufgefallen, das Lied Hammer von Culture Candela hat extremst den Flow geweitet. Von It Wasn't Me, von Shaggy. Muss mal vergleichen. Ja, bis Sommer, bis kaum geschleit und versprühst trotzdem Glamour. Wenn jemand angesehen hat, hast bei mir gedämmert. It Wasn't Me. Gut, schlechtes Beispiel jetzt, aber ich habe auf jeden Fall recht. Alles geklaut. Diese Form-Music-Leute oder was das auch immer ist. Alles eine große Verschwörung, alles Kontrolle durch die Medien. Ja, war jetzt nicht meine Schuld. Trivia, ich will mal Trivia kriegen, ey. Scheißdreck. Game over wenigstens. Alter, geht halt mal arbeiten, du hast irgendwie 70 Kinder. Ach so, das ist ein Orphanage. Naja, Schäbors. Danke, dass ihr dabei wart. Nächstes Mal... Glaube ich, machen wir mal ein Let's Play von einem Videogame, okay? See ya!